Wir waren weiter mit Pharao. Viel Vergnügen hier. Ich speichere zwischendurch nur einmal ab. Hoffe das Beste und fürchte das Schlimmste hier. Herr Rasch, das weiß ich nicht genau. Ich vermute über Steam, aber ich bin mir nicht sicher. Wie lange ich noch streame heute, weiß ich auch nicht. Ich bin im Augenblick Feuer und Flamme. Kommt darauf an, wie viele Leute von euch auch mit Feuer und Flamme dabei sind. Unterhaltung läuft gut. Dir gehen die Nahrungsmittel schon alle. Ich glaube, wir haben ein paar Häuser zu viel. Wie hoch ist der Arbeitslosenanteil hier? Ninometer-Vorhersage eine sehr gute. Arbeitslosenanteil ist bei 52%. Das Simpelste wäre, wenn wir einfach ein paar Häuser abreißen. Vielleicht die in der Nähe von den Orten, die eh Minus-Attraktivität haben hier. Da ist eh keine Nahrung drin, dann können die Basare ihre Nahrung dorthin bringen, wo sie wirklich auch gebraucht wird. Ja. Hier direkt neben dem Lager. Da ist die Attraktivität wahrscheinlich auch nicht so hoch hier. Dann erhöhen wir ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, dass die Häuser in der Mitte gepusht werden. Einfach weil weniger immer beliefert werden. Gerste habe ich gemacht. Schau mal hier. Gerste alles annehmen. Kalett. Habe ich Getreide eingestellt statt Gerste? Tatsächlich. Das gibt's ja gar nicht. Gerste war hier unten. Danke, dass ihr so hartnäckig nachgefragt habt. Sehr freundlich. Habt ihr gut gemacht. Klopft euch bitte mal auf die Schultern. Danke, Ankai. Schön, dass ihr so gerne dabei seid hier. Mir hat das Spiel schon damals unheimlich viel Spaß gemacht. Die Silos füllen sich über Zeit. Fruchtbarkeit ist sehr hoch. Wir haben auch eine höhere Fruchtbarkeit als eine höhere Überschwemmung als eben. Wir müssen es dringend nochmal, die Damen und Herren. Wir brauchen echt dringend Geld, Leute. Wir sind gleich Elle. Sind wir pleite, Ende Gelände. Dann bekommen wir einmal eine Geldspritze, mehr aber nicht. Was sagt der Aufseher der Tempel? Re ist unzufrieden. Er hat einen Schrein weniger als die anderen und legt uns ein Eifersuchtsdrama hin. Wir müssen ihm noch einen Schrein bauen. Diese Götter. Und wir können für ihn noch mal ein Fest machen. Wir bauen ihm noch einen Schrein irgendwo hin. Da hat er schon einen. Hier links könnten wir ihm einen hinbauen. Hier könnten wir ihm einen hinbauen. Da ist eher Platz nachher für den Tempel. Wir setzen noch einen hier hin. Und wir gönnen ihm mal ein Fest. Wir gönnen Re, unserem Schutzgott, ein üppiges Fest und hauen unsere letzten Goldvorräte raus. Damit er uns kein Eifersuchtsdrama hinlegt. Ob mir Anno 1602 damals auch viel Spaß gemacht hat, ja. Aber ich habe es bei weitem nicht so viel gespielt wie Pharao. Also Pharao ist immer ein Spiel, das mich irgendwie mehr abgeholt hat. Anno fand ich auch immer ein bisschen stressig mit den KI-Gegnern. Hier gibt es ja manchmal auch Überfälle, aber im Prinzip, also es ist auch, ich fand auch Anno 1602 oft so ein bisschen eng, also dass man so ein bisschen wenig Platz hatte und gucken musste, dass man, ob man in alle Richtungen expandieren kann, so richtig. Ob er das so eng gebaut werden muss, nicht unbedingt, aber je enger man das baut, also vor allem bei den Wegen und so, desto eher bekommt man alles mit Dienstleistung versorgt hier. Erstes Kaiser habe ich auch gespielt. Selbe Reihe. Jack, Buck. Auch von Sierra. Gleiches Geld, Arne. Ich frage mich, wodurch freigeschaltet wird, dass wir endlich hier die Steuereintreiber machen können. Wahrscheinlich brauchen wir noch eine bessere Stufe bei den Häusern hier.
Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit? 49%. Das ist nicht schlimm, aber das ist ein Indiz dafür, dass ich, das mache ich fast immer, habe ich damals bei Pharao auch gemacht, so instinktiv eher zu viel Häuser, Wohnhäuser als zu wenig überall hingesetzt habe. Wir könnten die ja abreißen, aber das stört auch nicht hier. Warum die Steuern mit dem Palast freischalten kann, die sind schon, aber wir haben die Steuereintreiber noch nicht. Ich denke, üppiges Fest, ich denke, das kommt dann, wenn wir die bessere Gebäude hier noch haben. Ich habe irgendwie Brauereien mit Absicht noch nicht gebaut, weil wir ja erstmal die Gerste einbringen müssen. Die kosten laufend Unterhalte, die Gebäude, wenn ich das richtig im Kopf habe. Steht das hier dran? Wie viel Unterhalt die kosten? Nee, ne? Ja, Heimab, Grüße an Seba. Gleich kommt die Ernte. Dafür, dass es so eine große Karte ist, ist das eine ziemlich relativ kleine Stadt, die wir gebaut haben. Gute Besserung an deine Familie. An alle anderen. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist die ganze Familie bei der krank, Sebastian. Nur du bist aus mir völlig unerfindlichen Gründen gesund. Ich gönne es dir aber. Nilometer, ja, gleich Maxi-Überschwemmung. Was sagen die Damen und Herren Götter über uns? Geht so. Ja, also, ich würde schon gerne noch mehr Tempel haben, aber ich würde gerne lieber erstmal eine weitere Einnahmequelle freischalten. Finde ich schon ganz cool, wenn das möglich wäre. Es kann sein, dass die nächste Überschwemmung... Ja, ich muss quer durch die ganze Stadt mit diesen Waren. Ja, das tut mir sehr leid. Den ganzen Tag unterwegs. Wir machen mal ein Fest zugunsten von... von Osiris. Neben Gott Osiris, sodass es demnächst ein gewöhnliches Fest vielleicht eine gute Überschwemmung gibt hier. Oh Gott, dafür geht das Geld drauf. Ja, kein Geld mehr. Ihre treuen Nomarchen haben alle Deben gespendet, die sie erübrigen können. Zweite Spende gibt's nicht. 5000 Gold haben wir wieder. Wir spielen übrigens auf normalem Schwierigkeitsgrad. Wir achten darauf, dass es mit dem Getreide... Ja. Ja, und das hier niemand ist... Niemand da, um die Waren anzunehmen. Ja, das hier ist... Das ist das nicht schlimm. Das ist Stroh. Brauchen. Wir haben noch reichlich Stroh irgendwo. Wir wissen gar nicht, wohin damit. Alles okay. Kann man auch nicht verkaufen und ähnliches. Das gibt es oft bei dem Spiel. Dass dann ein Teil der so Nebenprodukte irgendwo stehen bleiben. Das Wichtigste ist, die Gerste ist alles eingebracht worden. Wird jetzt hier gelagert. Randvoll mit Gerste. Und jetzt können wir mit der Brauereien anfangen. Und jetzt ist wieder die Frage, wo setzen wir die hin? Wir bauen hier eine Straße. Und eine Verlängerung. Das hier wird mir alles zu eng. Wir könnten hier noch mehrere hinsetzen. Zwei, aber das wird nicht reichen. Wir bauen eine Brauereistraße hier lang. Haben eigentlich alle Leute Töpferwaren in Raummengen? Ja, okay. Das heißt, wir gehen rein bei der Produktion, Brauereien. Einmal... zweimal. Hier die Verlängerung. Steuerung und Linksklick. Nee, so nicht. Dann würden die unten rum langlaufen. Das wollen wir nicht. Einmal hier.
4 Brauereien, eher 5, ne? Damit das schnell läuft. Also für die Stadt sollten 4 eigentlich reichen. Wir haben auch 4 Töpfereien, also würde mich extrem wundern, wenn das nicht reicht. Keine Brandgefahr, kann nicht einstürzen. Wir könnten noch eine Feuerwehr da hinsetzen. Wir checken mal die allgemeine Brandgefahr hier. Die laufen alle. Und das Bier bringen wir wohin? Hier vorne hin, wisst ihr was? Das Stroh vernichten wir. Das brauchen wir für nichts im Augenblick. Ja, alles weg damit. Weg mit dem Stroh bitte. Stattdessen nichts annehmen an Stroh und stattdessen Bier. Alles annehmen an Bier hier. Und Gerste nehmen wir an bis zur Hälfte. Und Bier einmal komplett. Okay? Ein kleiner Rest an Gerste ist auch hier oben. Und hier können wir sogar sagen, Gerste bitte leeren, damit Gerste nach unten ausgeliefert wird. Dann bringen die Lagerleute hier die Gerste rein und von hier kann sie dann weiter verteilt werden. Saschkinai, lieben Dank. Das Fest findet statt. Und damit es hier kein Eifersuchtsdrama gibt, immer ganz schnell auch ein Fest zu Ehren von Bastet was, ne? Nahrungsmittel sind wieder langsam voller. Ja. Ich habe den Verdacht, die Überschwemmung ist sehr gut. Das nächste wird eine Top-Ernte hier. Und die nächste soll wieder sehr gut sein. Schaut mal dort oben. Mir geht direkt in den Ausschank oder in den Chat. Wie das mit dir? Kannst du ein paar Krüge Bier bitte ausgeben im Chat? Bier war übrigens bei den alten Ägyptern jetzt nicht so wie bei uns, vornehmlich eine Droge, sondern tatsächlich ein Nahrungsmittel. Das war auch nicht so stark alkoholisch. War im Mittelalter bei uns in Europa auch so. Bier hatte einen sehr schwachen Alkoholgehalt und war tatsächlich mehr Nahrungsmittel als Rauschmittel. Schickere Häuser. Klappt, ja. Ausschanke im Chat, bitte. Läuft gut. Es klappt. Alles läuft wunderbar hier. Alle Häuser haben hier mittlerweile auch volle Waren. Arbeitslosenquote bei uns 42%. Könnte da irgendwelche Deko-Geschichten hinsetzen, aber an mangelnder Verschönerung liegt es nicht. Reichere Leute können einstürzen, können einziehen, wenn Bier angekommen ist. Wenn man das Haus anklickt, sieht man immer, was man noch braucht da unten. Guter Hinweis im Chat von Kai. Da kommt das Bier. Schaut mal. Bier kommt an. Jetzt holt sich die Einkäuferin aus dem Bazar. Holt sich das Bier. Das ist sie hier. Diese Waren sind eine willkommene Erweiterung des Angebots auf diesem Bazar. Mit ganz, ganz vielen Leuten hinter ihr. Und jetzt wird alles ausgegeben. Ja, das ist die Verkäuferin hier. Steuern endlich! Endlich kann man eine Einnahmequelle erschließen. Puh. Also, um Steuern erheben zu können, brauchen wir einen Palast, haben wir, und Steuereintreiber. Vor allem die wohlhabenden Gebiete sollten wir damit abdecken. Je reicher die Leute sind, je besser die Lebensqualität, umso mehr Steuern. Und der Magistrat, der vom Gerichtsgebäude aus patrouilliert, sorgt außerdem dafür, die Verbrechenswahrscheinlichkeit zu senken. Okay. Das heißt, das Wichtigste sind allerdings die Steuereintreiber. Wir können einen Wohnsitz jetzt bauen für mich selber, für Pharao WB. Ich kann mir ein Gehalt aus der Stadtkasse beziehen. Das klingt ein bisschen wie ein völlig unsinniges Spielfeature, aber wir können das später benutzen, um in Missionen Probleme zu lösen, die auftauchen. Holen wir uns zu viel Geld, weil wir zu viele Löcher stopfen müssen im Gameplay,
gibt es ein Problem, dann sinkt das Ansehen im Königreich und das wiederum ist ein Level, das ist im Augenblick noch egal. Spätere Missionen können wir oft erst dann abschließen, weil wir ein bestimmtes Ansehenslevel im Gesamtkönigreich bekommen haben. Wo ich das weiß, das erinnere ich, erinnere mich daran, dass es vor 20 Jahren so war. Ich hab mir das hier nicht durchgelesen. Ich bin völlig überrascht, was aus vor 20 Jahren an Wissen plötzlich wieder in meinem Hinterkopf aufploppt. Das Spiel ist vor 23 Jahren rausgekommen. Und ich weiß nicht, seit wann ich das nicht mehr gespielt habe. Vielleicht seit 15 Jahren nicht. Aber plötzlich ploppt das alles wieder auf. So wie Fahrradfahren. Das verlernt man auch nicht. Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Echt absurd. Völlig absurd. Leute, ich habe es gestern oder so schon mal gesagt oder vor ein paar Stunden irgendwann am Ende unseres, eures, meines Lebens, wenn man dann eventuell, je nachdem, ich weiß nicht, woran ihr glaubt, ans Himmelstor klopft und sagt, hallo Petrus, ich bin's, was weiß ich, Daniel, WB, Kemal, Annette, keine Ahnung, wie sieht's aus, darf ich rein? Dann wird Petrus oder wer auch immer, ich weiß ja nicht, an wen er glaubt, wird Petrus dann sagen, hey, alter Mann, womit hast du dein Leben denn verbracht? Mit guten Taten oder mit bösen? Dann werde ich antworten, ich habe ja ein Jahr aus Pharao gespielt. Und dann kann man nur hoffen, dass der Daumen nach oben zeigt und nicht nach unten. Es kommt darauf an, ob Petrus ein Gamer ist. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung hier. Ja, andere Leute bauen Häuser, pflanzen Bäume, erzeugen haufenweise Kinder oder setzen Verbrechen in die Welt oder Wohltaten. Wir sind Gamer, ich weiß es nicht, komm. Also, wo waren wir gerade stehen geblieben? Wohnhaus bauen. Aber der erste Schritt sind endlich mal die Steuereintreiber hier. Da, endlich Steuereintreiberbüros. Palast funktioniert, boah, ist das groß. Und die sollte man wirklich reichlich bauen, weil die sind wichtig für die Einnahmen. Da können wir einen hinquetschen, wunderbar. Und einen hier vorne hin. Die kann man noch drehen, Deko halber. Hat keine Auswirkungen aufs Spiel. Einen hier hin. Wir brauchen auch hier eigenen Mitarbeiter. Dann können wir den eigenen Wohnsitz bauen. Ach so, ein Gericht wollten wir noch bauen. Ja, aber wenn wir ein Kriminalitätsproblem haben, haben wir überhaupt eines? Nicht wirklich. Wir können das Gericht doch erstmal weglassen hier. Ist nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob man die Partie beenden kann ohne Gericht. Die Spezialkarten hier wieder einmal weg, bitte. Persönlicher Wohnsitz. Gewässerüberquerung. Hi, endlich. Wir können mit Fähren und Brücken rüber über das andere Gelände. Können unzugängliche Teile der Landschaft erreichen. Um Beute zu finden, andere Ressourcen oder kürzere Wege. Das war's. Gewonnen. Wir haben es geschafft, Leute. Schade. Ich will noch einmal weiter regieren. Gerade eine Geldquelle erschlossen und dann schon alles vorbei. Jetzt sind wir endlich mal im Plus. Jetzt soll die Mission ja beendet sein. Mit mir aber nicht hier. Jetzt könnten wir alles endlos weit ausbauen. Jetzt sagt das Spiel, das soll es gewesen sein. Frechheit. Unverschämtheit. Schau mal, wie hübsch die Häuser jetzt hier werden. Totschick. Endlich fließt das Geld. Naja, nächste Mission kommt ja auch noch. Ich weise gerne noch einmal darauf hin. Mittlerweile kann ich das, weil dieser Teil des Streams auf Twitch und dieses Video auf YouTube nicht vom Publisher finanziell unterstützt wird. Es gibt jetzt außerdem noch einen Kunigutscheincode bei GamesPlanet. Link darauf und der Code, Name, den man im Link einlösen kann, wird auf Twitch gepostet und auf YouTube steht es in der Textbeschreibung. Hier drunter und das wäre dann nochmal derzeit. Ist zeitlich befristet geringfügig billiger als auf Steam selber. Und wir machen weiter mit der nächsten Mission beim nächsten Stream.
mit weiteren neuen Videos und es macht mir wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß.